Weil die sagen, der passt auf, dass nicht eine ungezügelte Zuwanderung stattfindet. Das wäre auch zu unserem Nachteil, denn dann gibt es einen Verdrängungswettbewerb. Wir haben etwa in Wien überdurchschnittlich viele Ausländer, mehr als jede europäische Hauptstadt. Und Sie wissen alle ganz genau, dass vor allem die, die weniger qualifizierte Ausbildung haben, durch die Zuwanderung von Billigarbeitskräften verdrängt wird. Sie würden, Herr Haider, auch denen entschieden begegnen, die Stimmung gegen Ausländer in Österreich machen? Absolut, weil ich glaube, dass wir ein Interesse in einem friedlichen Zusammenleben haben müssen. Sie würden sich daran in einem Jahr messen lassen? Sehr gerne. Sie sagen, Sie wollen Controlling in dieser Regierung, hat gestern auch Herr Schüssel gesagt. Sehr gerne, sehr gerne. Ich habe da überhaupt kein Problem, weil ich glaube, dass man eine Ausländerpolitik auch machen kann, ohne dabei ausländerfeindlich zu sein. Mhm. Herr Haider, Sie wollen Volksstimme mehr in die Regierungsarbeit, in die Politik mit einbeziehen. Mhm. Wobei konkret? Ja, um etwa die verschiedenen sozialen Probleme, die die Menschen haben. Wir wissen ganz genau, dass es in Österreich etwa einen überdimensionierten sozialen Wohnbau gibt, der im Besitz von zwei Parteien ist, Rot und Schwarz. Das ist jahrzehntelang so gespielt worden. Diese Wohnungen sind hoffnungslos überteuert. Wir werden, und das haben wir im Regierungsprogramm vorgesehen, ein Mietensenkungsprogramm durchziehen, damit die Menschen, die es ohne dies ein bisschen schwerer haben oder die für mehrere Kinder zu sorgen haben, billigere Mieten monatlich haben werden. Das ist für uns ein sozialer Aspekt, der ganz wichtig ist. Wir werden die Liberalisierung des Strommarktes vorantreiben, damit die kleinen Gewerbebetriebe wie auch die Familien weniger Stromkosten haben. Darüber sollen alle mit abstimmen können. Ich frage nochmal, es ging ja um die Beteiligung. Die Beteiligung haben wir auch vorgesehen. Wir haben also in welchen Fällen? Ein Reformprogramm. Das heißt, dass wir Volksbegehren so gestalten wollen, dass dann, wenn 15% der wahlberechtigten Bevölkerung einem Volksbegehren die Unterstützung gibt, dann muss zwingend eine Volksabstimmung folgen. Das heißt, das ist dann eine geheime Wahl über ein Anliegen, das dann die Regierung umzusetzen hat. Das heißt, die Referendumsdemokratie, ein bisschen nach Schweizer Muster, würde dann in Österreich dazu führen, dass die Menschen wissen, wenn sie ein berechtigtes Anliegen, wo viele Menschen dahinter stehen, durchsetzen, dann haben Sie auch Erfolgschancen. Herr Haider, Sie haben gesagt, diese 27% Wählerstimmen, die wir in der FPÖ haben, die bedeuten, dass wir Politik für alle, ich zitiere, braven, anständigen und fleißigen Österreicher zu machen haben. Das ist natürlich eine sehr gewagte Formulierung, denn das hieße 73% sind eher weniger anständig und weniger fleißig. Eine etwas voreilige Formulierung. Nein, nein, Regierungspolitik heißt ja nicht, ich mache Politik für die FPÖ. Und ich mache die Politik für die fleißigen und anständigen Österreicher. Das heißt, das sind auch jene, die SPÖ wählen, die ÖVP wählen, die Grünen wählen, die keine Gesinnung haben und die keiner Partei angehören. Warum sind Sie eigentlich nicht in der Regierung? Das ist ja das Schöne. Ich habe meinen Wählern versprochen, dass ich hier bleibe, 5 Jahre als Landeshauptmann, und ich möchte auch in der Richtung ein Politiker sein, der seine Versprechen einhält. Mhm. Herr Haider, möchten Sie Kanzler werden? Das wird sich ergeben. Ich bin jetzt einmal mit meiner Aufgabe so zufrieden und bin begeistert, dass ich es Landeshauptmann und Regierungschef demnächst zu Ministern fahren kann, die auch für mein Bundesland mehr Verständnis haben. Aber dass Sie ehrgeizig sind, haben Sie noch nie in Abrede gestellt. Das wäre ja schlecht, wenn ein Politiker da ist, der keinen Ehrgeiz hat, sondern nur seinen Sessel verteidigen will. Haider, herzlichen Dank für das Gespräch und Ihnen, liebe Zuschauer, danke für Ihr Interesse und auf Wiederschauen bei Farbe bekennen.